So, ihr Tyrup, hallo, hallo und herzlich willkommen zur 7,5. Staffel von Work and Resources. Wieso die 7,5? Ja, wir haben ja gerade erst angefangen, waren bei Folge 5, 6 und haben uns ein bisschen verbaut, das wäre nicht so ein Problem gewesen. Aber das Hauptwasserabflussrohr war nicht angeschlossen. Das ist beim Laden manchmal ein Problem, dass die Rohre nicht mehr attached sind an ihren Abwasserzusammenfluss. Und dann ist das Problem, im Realistischen brauche ich ein Abrissbüro, muss es abreißen, muss es reparieren und das kostet 1, 2, 3 Monate und in der Zeit sterben alle. Das heißt, sobald man einmal Menschen hat, kann man damit nicht mehr vor und zurück gehen und ja, das war das Hauptproblem, würde ich sagen. Ich habe die Karte noch mal ein bisschen verfeinert, ein bisschen verschönert, so die Berge im Hintergrund mit Steinen versehen, dass es ein bisschen bergiger aussieht und nicht ganz so langweilig. Ansonsten sind die Ressourcen ein bisschen anders verteilt, ein bisschen dichter gerutscht an die Startstadt. Und wir haben gerade einen kleinen Test gemacht, ob man so eine Mini-Stadt hier vielleicht aufbauen sollte. Ich kann euch sagen, nein. Baut lieber gleich eine richtig große Stadt, sonst habt ihr einfach doppelte Kosten und das bringt keinen geldlichen Vorteil, hier eine kleine Stadt hinzubauen oder da, die sich versucht autark zu versorgen. Wenn man so viel Gebäude hat drumherum, die so groß sind, um große Mengen Leute zu beschäftigen, dass ihr mehr Unkosten habt, als ihr Gewinn macht mit dieser kleinen Stadt, die ihr baut. Also man braucht ein großes Verhältnis von Ausgewogenheit der Mitarbeiter zu Arbeitsplätzen, dass es wirklich funktionieren kann. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das diesmal ein bisschen anders. Ich hatte auch eine einzelne Industrie gebaut, eine Alkoholindustrie, die bringt zum Beispiel gar nichts ein. Die hat über 1,5 Jahre 7.000 gerade mal als Gewinn gebracht, zumindest in dem Testszenario. In echt kann die, wenn man das Korn selber herstellt, natürlich viel, viel, viel mehr bringen. Von daher macht das wenig Sinn, das zu machen. Wir könnten natürlich mit Bauernhöfen starten. Bauernhöfe und dann einfach Nahrung produzieren. Das wäre eine Möglichkeit, aber wo soll die Stadt hin? Wo sollen die Bauernhoffelder hin? Das sind alles Sachen, die wir jetzt klären müssen. Also, Wasser würde ich wieder... Das Problem ist, wenn ich das Wasser wieder hier hinsetze, dann teilt es so blöd die Straßen auf. Wenn ich es nach hier setze, muss ich es bis hier hinten hinziehen, was sehr teuer ist. Wenn ich es hier baue, da ist ja das Abwasserding. Da kriegt es Verschmutzung ab. Und hier soll vielleicht später mein Hafen hin. Also auch ungünstig. Hier ist schon eine wahrlich gute Stelle, wobei man hier auch wunderbar Kleinigkeiten hinsetzen könnte. Ich würde sagen, bauen wir es hier links hin oder dahin wieder. Ich glaube, da macht schon am meisten Sinn. Und wir fangen wieder mit dem kleinen Brunnen an. Und genau, kleiner Brunnen. Wir setzen ihn erstmal, weil wir den einfach brauchen. Als Starting. Und das war eigentlich ganz gut, dass der außerhalb war, weil dann hat er nichts abbekommen von dem ganzen Müll. Und von wo bis wo? Okay, von dem bis zu dem. Und nach vorne bis wohin? Bis zur Anzeige. Okay. Das heißt, hierhin und hier nach dort sollte nichts gebaut werden, damit das Wasser nicht eine zu schlechte Qualität kriegt. Muss man jetzt nicht machen, aber mache ich nicht. Der ist dann geschützt, das Naturschutzgebiet. So, hier für Züge lasse ich
lasse ich hier vorne natürlich ein bisschen Platz. Und wir müssen wieder dran denken, für den Strom auch. Jetzt ist so die Sache. Am besten verbinden wir direkt die beiden. Ja, wozu? Wir brauchen auf jeden Fall Baubüros. Und ich glaube, das mit den drei Straßenaufteilungen war auch keine gute Idee. Dass ich eine Straße hier nach links rüber führe, eine nach rechts. Weil ich habe gar keine Querstraßen dann. Und die wären, glaube ich, genauso wichtig. Die sind sogar, glaube ich, noch wichtiger, Straßen zu haben, die hier rüber führen, als irgendwas anderes. Die Industrie hat hier durchaus hingepasst, nicht? Wenn ich das hier so hatte, das war eigentlich ganz gut. Ja, wir lassen einfach ein bisschen mehr Platz diesmal. Und gehen hier einfach nach oben. Und wie bauen wir den Eingang? Vielleicht bleibe ich doch auf der Taktik, das zu trennen. Bis dann nochmal, man. Schlaf schön. Du wirst den Untergang dieser schönen Stadt dann verpassen. Nein, natürlich werden wir es diesmal schaffen. Ist ja wohl klar. Und da ist so ein Verbindungspups, den können wir verbinden. Und ich habe übrigens noch was dank des Chats wieder herausgefunden. Die Beschleunigen-Taste war auf Steuerung 1 und 2, aber auf dem Numpad. Das war's. Damit kann man nämlich die Zeit enorm viel schneller vorspulen. Und das macht schon sehr viel Sinn. So. Am liebsten würde ich das hier einfach anschließen. Können das ja nochmal wegnehmen. Das kann ja eine eckige Straße werden. Muss ja keine runde sein. Ich meine, wir bauen das später bei Asphalt eh alles nochmal um. Von daher nach uns die Sinnflut, würde ich sagen. Dann halten wir uns die frei, irgendwo hinzubauen. Die ist auf jeden Fall für Industrie und die führt dann zur Stadt hin. Und da müssen wir nur gucken, wie wir die irgendwie miteinander koppeln dann. Ich bin echt unentschlossen. Oder direkt die Stadt hier hinbauen? Aber eigentlich will ich hier Industrie haben und die Stadt vielleicht dann lieber so anschließen. Aber diese ersten Überlegungen sind immer so wichtig und gehen dann meistens trotzdem in die Hose. Weil ich darf eh nicht vergessen, dass das hier mehrere Kilometer dann sind. Fast schon zu eng, oder? Ja, und unsere kleine Stadt, die so außerhalb war, das hat halt nichts gebracht. Also, das kann funktionieren, nicht, wenn man nur auf 80% oder 30% Effizienz Wert legt. Aber die Leute waren viel zu unzufrieden, wenn die Sachen nicht bei ihnen direkt in der Nähe sind. Ich glaube, so kleinere Strecken kann man durchaus mal überwinden damit. Aber nicht das, was wir an Größe und Menge überwunden haben. Das war einfach zu viel. Da sind die nicht drauf klargekommen. So. Dann haben wir doch eine schöne
Straßenverteilung. Dann brauchen wir das mit dem Wasser. Das braucht gar nicht so viel Platz hier vorne. Aber wir bauen es wieder zuerst. Und dann auch gleich die Feuerwehr mit bedenken, würde ich sagen. Die haben wir beim letzten Mal vergessen und dann hat ständig alles gebrannt. Das war Kacke. Okay, also wir haben eine Pumpe. Wir haben die Wasseraufbereitung in klein. Dann haben wir wieder eine Pumpe. Und da ist jetzt wichtig, ja, in die Richtung der Weg. Das ist zum Beispiel auch schlecht. Bei Blau und Blau sieht man nämlich den Weg oft nicht, wo der denn hin zeigt. Generell sieht man den manchmal einfach nicht so gut. Und dann brauchten wir einen Speicher. Der braucht auch einen Weg. Dann machen wir den so vielleicht. Der Weg ändert sich gar nicht. Ach, der hat auch einen Weg nach links. Ah, das ist okay. Dann machen wir das so. Eigentlich könnte der sich doch selber reinpumpen und da hochpumpen. Aber dann pumpt er sich wahrscheinlich die ganze Zeit voll. Egal, wir machen es so, wie wir es gelernt haben. Und damit wir nicht so viel Platz verschwenden, bauen wir es dahin. Nee, das ist blöd. Der von oben wäre besser, glaube ich, wenn der da ankommt. Wäre, glaube ich, sogar besser, wenn wir den unten ankommen lassen. Und den da. Dann könnten wir noch den zweiten später irgendwann da ankommen lassen. Also ich muss sagen, mit dem Wasser hatten wir die ersten Staffeln die größten Probleme. Da sind wir eigentlich ziemlich sicher, wie das inzwischen funktioniert. Eine Pumpe im System, aber beim Start kann man mehrere machen. Aber hier mit dem Anschluss, das ist Kacke. Das ist, wenn ich den zuerst baue. Ah, weil er im Parallelmodus ist, oder? Das könnte durchaus sein, dass ihn das stört hier. So vielleicht. Naja. Kriegt man nicht ohne manuelles Eingreifen hin, leider. Das ist ja blöd. Manchmal ist halt der Winkel zu eng. Vielleicht, wenn ich das hier ein Stück nach vorne setze. Wir haben ja die Zeit. Dann mache ich das lieber noch mal ein Stück weiter. Noch da. So. Der nach da. Ja. Nein. Den zweiten kriegt er. Ja, doch. Doch. Jetzt. Ah, der erste sieht doch scheiße aus. Kriegen wir den nochmal schöner daran? So. Okay. Das heißt aber, den könnten wir später bauen. Ach, wartet mal. Ja. Und den können wir wieder wegreißen. Muss ja mit dem zweiten dahin. Und dann geht der erste ran, weil der hier muss natürlich daran. Weil sonst kommt ja nichts in den Speicher rein. So.
Gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon besser als beim ersten Mal, der Aufbau. Ist ein bisschen cleaner. Können wir hier nicht den Winkel verkleinern? Ne, wir können ihn nur vergrößern. Ah doch, jetzt hat er ihn verkleinert. Das sieht doch schöner aus. So ein riesiges Ding hier braucht man doch nicht. Ja, perfekt. Und dann können wir von hier mit dem Wasserverteiler in drei Richtungen gehen. Das habe ich nämlich auch nicht gemacht. Ich habe immer nur in die eine Richtung verteilt. Okay. Wasser, dann fehlen die Wege. Auf die muss ich diesmal auch ein bisschen mehr achten. Also da habe ich richtig Scheiß gebaut, muss ich sagen. Die waren nicht hübsch beim letzten Mal. Das hier zum Beispiel kann man doch auch schöner zusammenfügen. Ah, auch nicht wirklich eine Perle. Ja, so. Bisschen eckig geht immer. Das nervt mich halt hier auch tierisch an dem Spiel. Also das ist für mich mit die größte Kritik nach den kleinen Bugs, dass man hier halt nicht freisetzen kann, sondern das springt halt um so halbe Meter oder so. Aber man sieht, dass das halt nicht ein rechter Winkel ist. Ich würde gern lieber rechte Winkel haben als halbe Meter. Aber das kriegt man leider selten schön sauber hin. Es gibt auch, glaube ich, keinen Mod, der mir Winkel besser anzeigt als das Spiel selber. Ich meine, die haben ja durchaus eine Winkelanzeige. Aber nicht immer und nicht unbedingt die beste. So. Das funktioniert. Da haben wir hier unser Wassergelände. Dann würde ich hier neben die ersten beiden Baubüros setzen. So. Wir setzen auch gleich die Baubüros. Und wir hatten ja beim letzten Mal überlegt, oder bauen wir kleinere Baubüros, die wir spezialisieren. Dass wir so vier haben, einer macht nur das, der andere nur das. Dann sehen wir besser, welche ausgelastet sind mit Fahrzeugen. Und ich würde das mal vielleicht einfach angehen, dass wir hier so einen kleinen Bauhof uns zimmern. Ich lasse mal Platz für, das habe ich nämlich auch beim letzten Mal vergessen, für Strom und andere Sachen, die wir vielleicht dazwischen bauen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz. Ja, das ist wieder, weil es halt nicht genau am Gitter ausgerichtet ist. Okay, das mag er hier gar nicht. Okay, kann ich die vielleicht nochmal... Oh, die sind ja nicht mal im rechten Winkel zueinander gedreht. Ach du Scheiße, wer baut denn sowas? Also ich bestimmt nicht. Machst du auch immer? Okay, ich höre schon. Das ist gar nicht so dumm, meine Überlegung. Was nicht heißt, dass ich sie am Ende dumm nutzen werde. So vielleicht. Das ist auch nicht ganz gerade. Vielleicht besser als vorher. Ja, wieder ein halber Meter. So, geht schon. Wobei die hier nicht gut aussieht. Die andere ist gerade nicht und die ist so... Ja, so ist besser. So, dann hätten wir hier die Bauhöfe. Dann können wir die gratis Tankstelle
wunderbar hier hinten verstecken. Und daran setzen wir die kostenlosen Baubüros. Da. Fünf reichen auch. Mir reichen nicht fünf. Ich brauche 100. Wir bauen eh gleich noch mehrere. So, sechs Dinger. Dann würde ich sagen, wieder alle von dem erstmal. Blub, 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 blub. Daran. Und jetzt wichtig, das übernimmt er leider nicht. So. Dann brauchen wir, und ich nehme diesmal nicht ausgemusterte Sachen. Achso, ich brauche noch das eine Depot. Beziehungsweise Gebrauchtwagen, weil es hat eben zu Problemen geführt. Dafür, dass ich irgendwie 600 spare, ist das einfach kein guter Gewinn. Ich nehme lieber die kleineren Autos. So, und jetzt kann ich zum Beispiel mit Steuerung 1, Steuerung Numpad 1, das Ganze nämlich ein bisschen beschleunigen, aber dazu muss man in der schnelleren Geschwindigkeit sein. Dann sieht man, kann man hier nochmal extra beschleunigen. Sollte man nicht machen, wenn man Menschen in der Stadt hat, weil dann wären die unzufrieden, das wird nicht richtig berechnet und wandern eventuell ein paar ab. Okay. Hole bitte Benzin und entlade bitte Benzin. Und starten. So, was brauchen wir jetzt? Fehler LKW mit offener Ladefläche. Erstmal Busse. Ich hole die 40er Busse. Den können die nämlich nicht so viel Leute da hinbringen. So, eins komplett mit Bussen voll. Weil wir haben gemerkt, wir haben immer zu wenig Arbeiter gehabt. So, abgedeckte Ladefläche. Ich hole jetzt auch da die großen. Betonmischer 2 hole ich auch. Bagger. 4. Kipper. Auch 4. Hier sind nur gut mit Werkstatt, ja. Das habe ich auch gemerkt. Also die paar hundert sparen, lohnen sich halt nicht. Wenn man dann andere Probleme hat. Wo ist der Straßenwalze? Eine. So, und jetzt kann ich einfach beschleunigen. Und dann müssen wir nämlich nicht lange warten. Zack, bis die sich hier alle eingefunden haben. So, der ist noch leer. Die anderen sind alle voll. Ja. Okay, das heißt, hier fehlen noch offene Ladeflächen. Jawohl, kriegst du. Und dann fangen die hier wunderschön an zu bauen. Wir geben natürlich auf den Sachen vielleicht mal höhere Priorität. Dann können wir das nämlich gleich wieder weg machen. Ihr kennt's. So. Jetzt das letzte Bauamt noch.
Problem ist, na gut, man kann die einzeln befüllen, nicht? Ich hätte es auch kopieren können. Egal. So, was hatte ich noch nicht? Eine Sache hatte ich noch nicht. Kräne habe ich, Kipper haben wir. Habe ich Bagger? Bagger hatte ich auch, oder? Autos hatte ich. Offene Ladefläche hatte ich. Personenkraftwagen brauchen wir nicht. Planierraupe hatten wir. Straßenwalze hatten wir. Asphaltfertiger brauchen wir nicht. Abgedeckte Ladefläche liegt auch rum. Hatte ich echt Bagger? Ja. Okay, ne, dann brauchen wir, glaube ich, gerade nicht mehr. Wow, warum bringt der hier zum Beispiel Arbeitskräfte hin? Aber warte mal, man sieht Arbeitskräfte auf einer Baustelle? Okay, das ist mir aber auch neu. Ja, ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Das ist ja krass. Ja, stehen nur rum und kriegen Geld dafür. Schweine. Ihr habt doch da noch Zeug. Ach nee, das wird benötigt. Nee. Gute Nacht, Lightro. Ja, und eine Tankstelle für Benzin wäre auf jeden Fall gut, wenn wir eine ordentliche bauen. Aber dazu muss man halt wissen, wie die Straßenführung ist, nicht? Eine Tankstelle abzureißen ist halt super teuer. Wenn man kein Lager für Benzin hat, um das dann mal kurzfristig da rauszupumpen, dann müsste man es mit wegreißen. So, und wir sehen, das dauert. Also gehe ich jetzt in den Beschleunigungsmodus. Und jetzt dauert ein Tag eine Sekunde. Wir warten natürlich, bis die Baubüros fertig gebaut haben. So. So. Da haben wir die ganzen Baubüros. Die Kipper können komplett dahin. Die Dinger können komplett dahin. Jetzt haben wir hier Straßenkran und Walze. Ja gut, ihr könnt komplett dahin. Was haben wir hier? Busse, die können komplett dahin. Hier haben wir was gehabt? Gemischt. Kommt wieder dahin. So. Die Bagger, hatte ich die nicht umgesetzt? Dann kommen die dahin. Okay. Und die dürfen natürlich das Zeug da holen. In 3,5 Kilometern Entfernung. So. Das wäre halt cool, wenn man das hier noch mitkopieren könnte, so eine Sachen. Und später machen wir die vielleicht wirklich so, dass die für einer macht Straße, einer macht Gebäude, einer Fußwege, dass wir das dann aufteilen, nicht? Zack, Wasser auch fertig. Sind jetzt hier überhaupt noch Dinger drin? Nee, oder? Wunderbar. Na, das hier ist zum Beispiel auch so ein Bug. Geht einfach nicht. Ah, geht doch. Also wenn man an manche Stellen klickt, reagiert er nicht drauf. Das ist, habe ich gerade im Editor gemerkt, ganz schlimm. Da konnte ich an einer Stelle im Berg einfach keine Ressource setzen. Das war ganz wild. So. Wir wollen natürlich wieder schön die Erde zurück. Die grüne. Immer ein bisschen drehen. Dann wird es nämlich enger wieder. So. Und dann kann er das renaturieren, ohne dass die Bäume und so weggerissen werden. Aber das sieht einfach visuell dann besser aus.
Und danke für den Follow, Yavukai. So, Strom als nächstes, würde ich sagen. Gefällt mir jetzt schon, aber deutlich besser als unser erster Versuch auf dieser Karte. Was ist denn hier los? Einfach Sand? Ich glaube, hier könnte, das könnte ein bisschen tiefer sein, was? Oder so? Nee, ach, da war mal eine Straße, stimmt. Alles klar. Da habe ich nicht ganz gepinselt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, das Einzige, die Busse holen jetzt alle Arbeiter von da. Theoretisch. So. Und das bedeutet, wir bräuchten ein zweites für Busse, wo die die Arbeiter aus einer anderen Quelle holen. Nämlich aus dem zweiten Zollhaus ab einer bestimmten Größe. Und wir sehen, Kipper stehen zum Beispiel immer am Anfang nicht rum, da stehen dann die anderen rum und jetzt fahren die anderen halt. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen. Und hier, man braucht eigentlich gar nicht so die großen LKW. 0,23 Tonnen. Und was transportiert der? Okay, der Dings. 1,3 Tonnen Beton. Also das ist halt irgendwie ziemlich ja, sinnfrei, große zu nehmen. 0,81 Tonnen Stahl. 0,81 Tonnen Stahl. Weil die einzelnen Sachen halt einzeln kriegen. Wäre halt doch viel cleverer. Und da müsste das Spiel ansetzen. Hey, Baubüro, ich mache diese 5 Haltestellen. Hey, ich kann 10 Tonnen Stahl transportieren. Okay, ich fahre, hol 10 Tonnen Stahl, liefer 0,18 hier hin, 0,18 hier, 0,18 hier, 0,81 hier, 0,81 hier. Und habe nur eine Fahrt und verbrauche einmal Benzin. Jetzt fährt er für 8 Baustellen 8 Mal hin und zurück. Und das sind unnötige Teuerungskosten, die nicht sein müssten, die auch gar keiner Logik entsprechen in echt. Finde ich, da könnte man auch auf jeden Fall nochmal verbessern. So, und ich habe gemerkt, beim letzten Spiel mit dem Strom, diese Dreierdinger sind kacke, weil dann kann ich nicht mal einfach seitlich abgehen. Die sind halt cool, die haben vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich kann immer durchgehend eine Verbindung machen, Strom zu Strom, und kann aber links und rechts auch immer noch einfach so einen Stromabzweiger machen und kann trotzdem noch erweitern. Das ist viel, viel besser hier, als die kleinen Dreier zu nehmen. Wo sind sie? Die hier. Weil da muss ich immer für, wenn ich hier den setze und ich will nach links und nach oben, dann muss ich nochmal einen Dreier setzen, um dann zum Beispiel einen Verteiler überhaupt erst hinklatschen zu können. Und wenn ich den großen gleich baue, spare ich mir das. Dann habe ich natürlich überall vielleicht 2, 3 Sachen zu viel, aber von den Baukosten, das Ding 4,5 Tonnen Plattenbauteile, 3 Tonnen Stahl, 2,4 Plattenbausteil, 1,6 Tonnen Stahl, ist es halt nicht so viel teurer, dass ich sagen würde, oh mein Gott, wir werden dadurch pleite gehen. Deswegen baue ich mal die Dinger, wie sie sind, so hier hin. Und ich würde sagen, so. Dann können wir nämlich dahinter lang gehen. Und hier vielleicht so. Und danke für den Follow, XQ Gas. Das sind Namen. XQC Gas. Ah, so rum. Bei mir gibt es auf jeden Fall die Garantie, wenn ihr followt, dass ich euren Namen falsch vorlese. Dann bauen wir den auf dieselbe Höhe. Aber gedreht vielleicht. Dann wäre der hier. Passt doch. Oh, ich weiß nicht, ob die Sachen gerade sind oder übereinander stehen. Ist mir aber auch egal. Und dann die wunderschönen großen Strommasten. Oha. Da kommen wir nicht rüber. Warte, 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 warte. Ihr fangt schon an zu bauen.
Aber wir haben Probleme, wir haben Probleme. Ihr dürft noch nicht bauen. Moment. Nein. Also das zum Beispiel auch lächerlich, nicht? Okay, hier komme ich rüber. Okay. Jetzt dürft ihr weiterbauen. Alles okay. Gefahrensituation entschärft. Wunderbar. Ihr könnt noch einen Kran mehr kaufen vielleicht. Der könnte nämlich die Leute dann besser unterstützen, weil ich sehe, alle Kräne sind weg. Bagger sind da, Busse sind da, Kipper sind da, aber hier, die sind unterwegs. Da könnten wir halt noch einen holen. Was ich mich frage, wenn ich das hier anklicke, holt dieses Baubüro die Maschinen denn hier raus? Oder nicht? Ich denke mal nicht, nicht? Ich bräuchte also hier auch einen, der da drin sitzt, um die rauszuliefern. Tja, tja, tja. Aber ich bin zufrieden mit dem Start. Die Straßenaufteilung gefällt mir besser, nicht mit diesem Dreieck. Und ja, jetzt müssen wir gucken. Vielleicht bauen wir zuerst die Industrie und dann danach die Stadt. Ach so, und Abwasser. Ja, vielleicht wäre Abwasser natürlich erstmal noch ein wichtiges Thema. Wobei bei Abwasser muss nicht so viel am Anfang gebaut werden. Nämlich eigentlich nur das Ding. Und dann die ganzen Rohre. Das wird wieder ein Spaß. Da habe ich noch kein cleveres System wieder. Die letzten Male hatten wir ja immer eins. Dass wir auf der einen Seite Strom machen der Straße und auf der anderen Seite Wasser und Abwasser. Vielleicht muss ich da mich mal dran halten. Damit ich hier nicht in die Bredouille wieder komme. Und wir brauchen dadurch auch einen Weg bis da hinten, kann das sein? Ja. Können wir uns da anschließen? Warte mal, wenn wir den ein Stück höher setzen, dann können wir an dem Weg daran. Das wäre doch eine coole Sache. Dann sparen wir uns das, eine Straße dahin zu ziehen erstmal. Später, wenn wir natürlich da was hinbauen, dann müssen wir da auch eine Straße hinziehen. Aber jetzt... Warte. So. Und jetzt wieder, da ist nämlich ein Punkt entstanden, oder? Ja, da. Den kann ich wegmachen. Dadurch verschiebt sich das Ganze. Aber... viel gerader kriege ich es trotzdem nicht ran. Manchmal kann man so tricksen, indem man es hier so ein Stück nach hinten zieht, dann springt er in eine andere Position. Aber leider diesmal nicht. Okay, dann hätten wir da hinten auch das Abwasserding. Und wir gucken mal, die Baubüros, die haben gar nicht so viel zu tun. Das ist gut. Weil beim letzten Mal habe ich sie einfach hart überlastet. Ich glaube, wenn man... erstmal mit den Rohren anfängt, dann überlastet man die auch sehr, sehr schnell. Und ich finde das mit dem Dschungel, das sieht halt wirklich cool aus, nicht? Dschungel und diese Wellblechdächer passt einfach sehr gut zusammen. Wir können jetzt hier noch schön... hier so Dschungelbäume drumherum pflanzen, damit das so wieder eingewachsen wird. Wie so ein alter, schöner Fußnagel oder so. Oh, paar Palmen drumherum. Dschungelbaum haben wir, Pflanze. Palmensträucher, ja, in der Mitte. So. Weil dann sieht man das von außen nicht, dieses Bergbau-Baugelände. Sehr gut. Okay,
hier wollen wir ja später vielleicht den Hafen hinbauen oder einen Hafen. Und ich würde sagen, wir machen das wieder rückwärts, dass wir dann hier anfangen mit dem Lager, dann die Produktionsstätte und dann gucken, wo wir die anderen Sachen hinsetzen und dann auch gleich die Straßenladestation. Ich glaube, das ist echt gut, wenn wir hier die Industrie mit einer separaten Straße mal anbinden und hier irgendwie die Stadt dann hinmachen. Ich glaube, das ist gut, wenn die sich hier so nach links und rechts verteilt. Und vielleicht schaffen wir es hier. Wo habe ich denn das Öl hingesetzt? Okay, das sollte ich mir vielleicht noch markieren. Weil wir haben es ja noch nicht erforscht, aber wir sind ja clever. Also bis zu der Kante habe ich Öl. Bis zu diesem Icon. Bis zu T. Okay, T ist nicht mehr da. Bis zu diesem Icon. Da haben wir Öl. Weil dann kann man besser planen, wenn man einfach so eine Übersicht hat, wo was ist. Und hier geht das von dort bis da. Okay. Plonzi. So. Dann wissen wir, da ist Öl. Dann könnten wir hier zum Beispiel Felder oder sowas hinmachen. Ja, auch eine Möglichkeit. Oder wir machen die Stadt hier hin. Und hier auch noch Industrie eher. Weil wir machen die Straße noch ein bisschen anders. Lassen die hier hinten hinlaufen, obwohl ich eigentlich die hier für Öl vorgesehen habe. Ich glaube, die läuft schon ganz gut, so wie sie läuft. Dann kann die sich hier so lang schlängeln. Und die ist für die Industrien. Und dann sind die hier hinten auch separiert. Erstmal. Aber die kommen jetzt auch nicht rüber, nicht? Also, wenn wir jetzt hier was bauen würden, die noch nicht da rankommen, dann müssen wir uns also auch was überlegen, wie wir die zueinander bringen, dann die Straßen. Aber das alles in der nächsten Folge. Bis gleich.